Mahlzeit, Freunde der leichten Unterhaltung. Ich heiße James, aber das macht nichts. Und damit herzlich willkommen zu F1 2021. Yippie-yay-yay. Wir starten heute in eine Koop-Karriere und gleichzeitig auch in eine Singleplayer-Karriere. Und das läuft dann irgendwie so parallel zueinander. Mal gucken, wie ich das mache. Die Zweispieler-Karriere, die Aufnahme ist schon durch. Darum machen wir jetzt eine Einzelspielerkarriere und zwar machen wir eine Fahrerkarriere. Wir gehen direkt zur Formel 1. Wählen am Wochenende aus, der echten Saison, bla. Und Saisonbeginn, die Tabelle wird so sein wie in der echten Meisterschaft. Ja, du fängst mit dem Saisonstart der Formel 1 Meisterschaft. Ja, dann am Anfang beginnen. Das Benutzer definieren wir mal. Da können wir dann einmal kurz alle Strecken sehen. 20 Strecken hier. Ich passe meine Einstellungen gerne selber an. Die Fahrhilfen. Genau, da ist nur das Getriebeautomatik und die Linie. Und der Boxenstopp-Freigabeassistent ist an. So, Wochenendstruktur. Trainingsformat komplett. Quali komplett. Sessionlänge lang. Mit 50% Rennen. Wetter und Tageszeit. Da hätte ich es gerne relativ genau. Dann Presse an. F&E-Verwaltung an. Das lassen wir alles mal auf Standard. Defekthäufigkeit. Standard. Defekttypen. Hoch. Regeln und Flaggen. Regeln und Flaggen an. Regulär. Safety Car an. Safety Car erhöht. Einführungsrunde. Ja, komm, machen wir sie hier mal aus. Oder lassen wir sie hier mal aus. Dann müsst ihr nicht in zwei Formaten eine Einführungsrunde ertragen. Simulationseinstellungen. KI-Schwierigkeitsgrad. Ich fange jetzt mal mit 92 an. 92. Oberflächenart realistisch. Genau. Rettungsmodus rückblenden. Rückblendenlimit mittel. Autoschaden. Standard. Häufigkeit Autoschäden. Standard. Achso, hier. Ja, lassen wir Standard. Geringer Treibstoff. Schwer. Rennbeginn manuell. Kollision an. Reifentemperatur. Oberfläche und innen. Innen. So. Die Einstellung bestätigen wollen. Okay. Als allererstes müssen wir einen Charakter auswählen. Schon wieder. Ich hab das Gefühl, ich muss den jetzt mittlerweile überall machen. Kann ich nicht einfach sagen, ich will den benutzen, den ich schon habe? Natürlich nicht. Okay. Das gleiche Spiel wie immer. Deutsch. Name ist James. Neil. Ohne. So, Audioname. Neil. Fahrernummer 42. Weiter. Kümmern wir uns zuerst einmal um das Aussehen deines Fahrers. Ja. Krieg ich hin. Helm. Nehme ich hier in der Karriere mal den Jack Aitken Helm. Nee. Die wollte ich haben. Ja, passt. Siegespunktspruch. Danke! Ich brauche noch einen Moment!
Nee. Yeah! Ich glaube, ich kann die Stützräder so langsam abmachen. Das war's, Leute. Die wäre witzig, aber die kann ich ja später freischalten. Nehmen wir so lange gehen. Genau. Ja. Und zu guter Letzt müssen wir uns noch entscheiden, für welches Team du fahren wirst. Überleg es dir gut, denn wenn du erstmal in der Formel 1 bist, musst du Ergebnisse erzielen, die den Erwartungen deines Teams gerecht werden. Kriegen wir hin. Wir fahren natürlich für Red Bull. Mein Teamkollege Klasse, ist Max. Das wäre alles. Was wir hier festgelegt haben, kannst du später wieder ändern und wir kommen am Anfang jeder Saison hierher zurück. Wenn du bereit bist, drücke weiter. Dann gelangst du zum Team-Hauptquartier und wir können anfangen, uns an die Spitze der Formel 1 vorzukämpfen. Jawohl, ja. Dann gucken wir mal die Nachrichten. Willkommen im Team. Mit dir und Max wird das sicher eine fantastische Saison. Einrichtungsupgrades. Aha. Je höher der Herstellungslevel, Bauzeit. Okay. Das kennen wir ja im Prinzip alles schon. So, dann müssen wir vielleicht mal ein paar Upgrades anstoßen, glaube ich. Wie viele Punkte haben wir? 200.000. Kosten sind ja die gleichen, ne? Ja, aber ist ja relativ egal. Es wird ja beides vorher fertig. Okay. So, dann noch Chassis. Leichte Felgen sind auch nie verkehrt. Dann sehen wir das und das. Können wir Helm und Gesten und das Fahrerprofil anpassen. Und hier sehen wir den ganzen anderen Quatsch. Okay. Dann. Autovorführung. Ja, zeig mal her. Schönes Auto. Ein Red Bull halt. Haben wir irgendwas für 1100? Was wir uns leisten können noch in der FLE? Gucken wir nochmal. Aero. 4000? Frontflügel? Ja, immer her damit. Wir können alles brauchen, was wir kriegen können. Beides durchgegangen, das ist wunderbar. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Das ist schön. Dann würde ich sagen, auch hier, ich nehme euch zum ersten Training mit. Und danach, Auf dich hatte ich schon gewartet. Ich bin Andrea, der Chef unserer F&E-Abteilung, also gewöhn dich schon mal an mich. Wenn ich anfange, dir auf die Nerven zu gehen, sag's ruhig. Du sitzt hier. Gewöhn dich schon mal ein. Ach ja, und willkommen im Team. Ja, danke, Andrea. Dann gehen wir schon mal zur Session. Großartig was machen muss ich da nicht. Und dann drehen wir schon mal ein paar Ründchen. Hallo und willkommen zu Paddock Pass, unserer Vorberichterstattung zum ersten Rennen der Formel 1 Weltmeisterschaft 2021. Und ich muss sagen, es ist schön, wieder hier zu sein. So wie jedes Mal herrscht auch heute eine Atmosphäre wie beim ersten Schultag nach den Sommerferien. Und doch ist es irgendwie erfrischend, endlich wieder ein bisschen Normalität in eine Welt zu bekommen, die etwas surreal geworden scheint. Also, diese Saison sollte es mehrere Reglementänderungen geben, aber die wurden verschoben. Und das ermöglicht es den Teams dieses Jahr ein weiteres Mal unter, naja, sagen wir beinahe gleichen Bedingungen zu zeigen, was sie können. Doch wer Erfolg hat, liegt letzten Endes wieder an ihnen, den Fahrern.
Ihre Autos sind denen in der letzten Saison sehr ähnlich. Und man kann davon ausgehen, dass sie durch die Bank bei Erfolg den Ruhm für sich beanspruchen und sagen, dass es nur an ihnen gelegen hat. Und nicht am Auto. Aber andersherum wird es bei Misserfolg für sie umso schwieriger, sich in irgendeiner Form aus der Verantwortung zu stehlen. Und eine weitere Frage wird sich uns stellen. Und zwar, ob eines der Teams das, Unglaubliche, oder sollen wir sagen, das Unmögliche geschafft hat und es gelungen ist, sich über den Winter etwas einfallen zu lassen, das ihnen einen Vorteil verschafft hat. Wie immer können wir es kaum erwarten, dass die Saison losgeht. Aber fürs Erste war's das. Bis bald. Bis bald, Will. Der Will Buxton. So, wollen wir mal gucken, ob das besser läuft als in der Koop-Karriere. This first race of the season is always quite difficult for us trackside and for those back at the factory as well, as it's the first time the car has run since winter testing. The more consistent mileage you can get in these sessions, the happier we'll be. Okay, Garagentutorial, ja, das brauchen wir auch alles nicht. So, Autoeinstellung laden. So, haben wir das schon mal. Womit fangen wir denn mal an? Mit der Streckenakklimatisierung würde ich sagen, ne? Gehen wir mal direkt auf eine fliegende Runde und akklimatisieren uns mal ein bisschen. Trainingsprogramme sind ein bisschen anders dieses Mal. Okay, your goal is to get through as many corner gates as quickly and precisely as possible. Remember to activate your DRS in the DRS zone as well. Tu, was ich kann. Gibt halt nur noch drei Programme und die rotieren immer mal von Wochenende zu Wochenende. DRS Zone is coming up. Get ready to open it. Distance is on your MFD. Genau. So. Schade, nur grün geworden. Egal. Great stuff. You've pretty much nailed this circuit. This is a really strong foundation to build from over the weekend. Hui. Spinala. Da wird das mit schnell im Sektor 1 wohl nichts mehr. Dann muss ich das auf die dritte Runde verschieben. Wir auch alle Boni haben.
Upsi. Egal. Zählt er es jetzt gleich. Das ist eine schwierige Kurve in diesem Spiel. Die ging im 20er noch voll. That's fantastic. You obviously have a really good understanding of this circuit. Im 21er nicht mehr. Na gut, gehen wir erstmal zurück zur Garage und machen mit einem anderen Programm weiter. Hätte ich gesagt. Vielleicht ölen wir den Heckflügel noch ein bisschen. Einfach weil wir es können. Dann machen wir mal das Rennstrategieprogramm. Warum denn nicht? Kriegen wir hin. Give us some consistent laps, please. We're looking for good data that we can work into the race strategy. Ich hasse diese Kurve. Von der bin ich auch kein Fan. Irgendwie will mir diese Strecke nicht liegen. Ach was.
lap. You've nailed what we asked for. Keep it up. Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. Gut, haben wir das. Ja, die KI-Schwierigkeit ist übrigens noch nicht in Stein gemeißelt. Kann sein, dass ich die noch etwas erhöhe über die Zeit, aber noch ist das alles neu. Und noch weiß ich nicht, wie das alles funktioniert. Deswegen fahren wir jetzt erstmal auf 92. This test is all about tire management. Try to control the slip through each corner and take extra care putting the power down at the apex. Unter 190. Das sollte ich sollte machbar sein.
program complete and a job well done. We got some excellent data with that run. Die Reifen haben dazu, so, come on back to the garage and I can talk you through the numbers. Ja. Was wolltest du denn, ja? Ach, mit unterdurchschnittlicher Reifenabnutzung. Okay. Aber geht's hier? Optimale Zeit im ersten Sektor. Na gut, aber wir gehen jetzt erstmal. Nein. Wir gehen jetzt erstmal zur zweiten Session, da, sehe ich die Linie und alles nämlich besser. Aha. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatz. Ja. Kann ich hier nicht auf die Optionen gehen? Kann ich das jetzt hier on the fly ändern? Wollte doch, We've got a situation at the moment. Seems like something's off with the fuel injection system. We're looking into it, but we're going to be out of action for a few minutes. Ist das hier? Ah, da ist das. Okay. Überspringt mal die Reparaturzeit. Fehler im Treibstoffsystem. Grandios. Ne, ich soll die Reifenabnutzung verwalten. Krieg ich hin. Steht nirgends, dass die Runde auch deren Zeitvorstellung entsprechen muss. Na, dass die Reifenabnutzung unterdurchschnittlich sein muss, das steht da. Das ist euch doch. Our tire data is no good unless we're doing a representative pace. If we don't get our time delta back in the green, we'll need to rerun this program. Nee, brauchen wir nicht. Ist doch Quatsch. So. Was soll ich hier machen? Eine optimale Zeit in Sektor 1. Sollte mit dem Software auch gehen. Ach, jetzt hast du es. Aber wenn ich gleich über die Linie fahre, hast du es wieder abmarkiert, ne? Ich kenne das schon.
Wenn wir dann schon mal dabei sind, kann ich auch versuchen, das nochmal komplett lila zu bekommen. Mehr geht nicht. Was a very good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. Ja. Danke. So, haben wir das auch erledigt. Dann würde ich sagen, wir können zur Quali springen. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Hamilton, O'Neill und Valtteri Bottas. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Na, guck mal. Zugewonnen haben wir auch. Qualifying 1 von 3. Mium. So. Dann Reifen. Ja, gehen wir mal mit dem Soft. Der Park Fermé ist akzeptiert und wir gehen direkt auf eine fliegende Runde, weil noch kommt es nicht auf die Reifenabnutzung an. Und wenn wir das Ganze ein bisschen abkürzen können, dann machen wir das so. Dann hatte ich schon erwähnt, die KI-Schwierigkeit ist übrigens nicht in Stein gemeißelt. Die kann ich zwischendrin immer mal anpassen. So, dann nochmal zurück in die Garage. Und dann beschleunigen wir das mal durch, ne? Siebter. Ich
Muss ja nur 15. werden jetzt. Max ist 7/10 schneller als ich. Das ist krass. Das tut weh. Beste Zeit Bottas. Okay. Glaube ich nicht so ganz. Mittelfeldfahrer und so. Wisst ihr ja alle. Und 14% Regen. Checks complete. Dann fahren wir jetzt mal selber aus. Schauen wir mal, wo das hinführt. So, einmal bitte konzentrieren. Dann wird das vielleicht noch was. Oder auch nicht. Ich noch eine Runde. Das ist eine meiner Lieblingskurven. Habe ich mich jetzt schon ein paar Mal gedreht. Kenne ich schon. Dann noch mal. There's only one lap of fuel remaining.
Kannst du bitte zur Seite? Nein, warum denn auch? Das ist Lando Norris, du musst nicht zur Seite fahren. Gehe ich dich auf deine Runde jetzt auch, du Kackplatze. Das war es mir wert. Hamilton is ahead of you. Their best lap time is a 1 minute 27.6. Der war ja auch nur 2 Zehntel schneller als ich. Na dann. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Nee, ich möchte nicht mehr erfahren über Boxenstops. Danke. Kann ich diese Tutorials ausschalten? Ne. Weiß ich zumindest nicht wo. Passt es? Ich fahr mal eine Runde. When you're ready, let's go. Einfach um eine Kontermöglichkeit zu haben. Wenigstens. Fahr doch vorbei. Thank you.
mir zu unsicher. Jo, Alter. Boah, Alter. Also 2 Zehntel langsamer als Max zu sein, damit komme ich ja noch klar, aber... Was ist denn mit Hamilton falsch? So schnell wir an der Mercedes in der Realität hier, aber nicht. Naja. Egal. Egal, egal, egal. Egal, Lincoln. Wir haben, 2 Durchläufe, die wir im Q3 fahren können. Naja. Werde ich mich jetzt gleich mal auf die Strecke schwingen. Damit wir die auch durchkriegen. So. Dann. Einmal auf die fliegende Runde, bitte. Oh, 1.26.4, alles klar. There's only one lap of fuel remaining. Das ist nicht schlimm, Jeff. Das ist gar nicht schlimm. Das ist eine Runde, die wir jetzt noch abtanken können. Weißt du? Halt. All set. Everyone clear. Car to track. Ja, jetzt aber hopp hopp. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Obwohl, nee, geht. Aber trödeln sollte ich auch nicht. Sagen wir es, wie es ist.
So. Kann ja auch Standard fahren. Braucht die Ordnung gar nicht. So, dann schauen wir mal, was noch drin ist. Das geht doch bitte aus dem Weg. Ja, 26,5. Mehr ging nicht. Mehr war halt auch einfach nicht drin. Sag ich mal. Du hast für die Top 3 gereicht haben. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Verstappen, O'Neill und Lewis Hamilton. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Genau. Ihr seid dann auch mit dabei, ne? Kommt er jetzt direkt im Anschluss. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun danke. Zu ein paar Fragen. Mhm. Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistungen im Rennen wiederholen können? Ja. Das Auto fühlt sich auf der Strecke fantastisch an. Es genau. Macht den Anschein, als hätten Sie sich in dieser Saison ganz auf Forschung und Entwicklung konzentriert. Ja, so, Strapazierfähigkeit ist klasse. Danke für den Kommentar. Auto hält alles aus. Nein, tut's nicht, aber wir erzählen denen das einfach. Yay, sie lieben mich. All right, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Genau, finde ich auch. Darum gehen wir da jetzt auch direkt hin. Nach Monaten voller Gerüchte und Spekulationen sind wir heute wieder da mit dem Eröffnungsrennen einer vielversprechenden Saison. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu Runde 1 der diesjährigen Formel 1 WM. Auf dem 5,4 Kilometer langen Bahrain International Circuit gibt es reichlich Möglichkeiten zum Überholen. Die beste davon ist die erste Kurve und eine weitere ergibt sich bereits in Kurve 4. Insgesamt müssen sich die Fahrer auf 15 Kurven einstellen, 6-mal links und 9-mal rechts. Außerdem kann es in der schwierigen Links, Turn 10, zum einen oder anderen Bremsplatten kommen. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Start der neuen Formel 1 Weltmeisterschaft 2021. Alles beginnt hier. Mercedes wird versuchen, seinen Titel zu verteidigen.
Red Bull wird seinen Status als Herausforderer Nummer 1 behalten wollen und Ferrari hofft nach den Schwierigkeiten im letzten Jahr sicher auf einen neuen Anfang. Und auch zwischen den anderen Teams kündigen sich spannende Duelle an. Zum Beispiel zwischen Aston Martin und Alpine, die beide unter neuem Namen antreten. Es gibt also viel zu besprechen für mich und Stefan Römer, der sich heute die Kommentatorenkabine mit mir teilt. Schön, dass ich wieder hier sein darf, Heiko. Ich hoffe, wir sehen heute ein gutes Rennen. Im Moment kann man noch nicht sagen, wie konkurrenzfähig diese Teams im Vergleich zueinander sind, aber hoffen wir mal, dass es spannend bleibt. Wir wollen schließlich sehen, wie diese Fahrer alles geben, bis die karierte Flagge fällt. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Und O'Neill macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Hamilton, Bottas, Lando Norris und Ricciardo. Leclerc, Stroll, Vettel und Carlos Sainz. Gasly, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda und Ocon. Russell, Raikkonen, Antonio Giovinazzi und Mick Schumacher. Latifi und Nikita Mazepin. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Guck an, Mazepin hat die Weltflagge. Ja, Rennstrategie kenne ich doch schon. Nee. Also, Moment, wir machen hier mal auf personalisiert und dann gehen wir mal hier auf Medium und hier nochmal auf. Ich will zweimal Soft fahren. Lass mich, mach den Stint weg. Dann nicht. Fahr ich halt Soft Medium, ist mir auch egal. Da. Sprit nehme ich mal ein bisschen mehr mit. Ich habe gelernt aus der Koop, dass du hier auf Standard eher Sprit verbrauchst. Dann drücke ich gleich Kreis. Wow, hier sind die besser gestartet als in der Koop. Oder ich schlechter. Das kann auch sein. Halte ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht für ausgeschlossen, dass mein Start einfach beschissen habe. Max, bleib mal hier. Mach mal nicht. Eins gelernt habe, dann, dass der Kopf böse ist.
Kann ich eigentlich? Nee. Ich glaube nicht. Ich dachte, ich könnte in so einen RS-Sparmodus schalten. Nee, kann ich nicht. Alrighty. Great work. That's a new fastest lap of the race. Danke. Darf mich halt nur nicht drehen. Dann klappt das alles. Genau das sollte ich vermeiden. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Hab ich? Check your MFD for a new strategy option. Understood. Copy that. Ist doch gar nichts kaputt. Also ich sehe ja doch ganz leicht. Okay, clear. Schade, hätte ein guter Einstand werden können. Tiffy, du bist eine Potsau. We're trailing our teammate by 18.4 seconds. Tier. Ich will jetzt auch auf dem Reifen bleiben und keinen zusätzlichen Boxenstopp machen. Weißt du, was ich meine? Ich denke, wir verstehen uns. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Muss ich sie beide wieder vorbeilassen. Das war auch zum Scheitern verurteilt, gebe ich ja zu. Ich wollte es trotzdem versuchen. Ups.
We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Aye, aye. Vielleicht ist der Flügel doch kaputt. Tragisch. Ups. Tragisch war das Wort. Okay, you're catching the car ahead. Das Blöde ist, durch den Flügelschaden kann ich nie genau da überholen, wo ich gerne möchte. Ich bin nie nah genug dran, sagen wir es so. Is coming in for his stop. Alles klar. Pit window open. Let's box this lap. Dann müssen wir wohl über den Boxenstopp vorbeigehen. Auf Mädels. Nase da drauf. Go, go, go. Dann fährt der auch wieder.
Der Stuhl. We'll be doing one more stop today. One stop left in our strategy. Zumindest geht das Ding wieder empor. Nee. Mist. Okay, focus. We need to stay on form. Yep. We're the last of the running cars. Nick's just ahead. Push for the position. Our gap to the car in front is 1.2 seconds. They're on old mediums. 6 laps until your pit window is open. 21 laps to go. Whoopsie. Jetzt schleichen sich die Fehler so langsam ein. Hamilton has just put up the fastest lap of the race so far. Ja, die beanspruchen wir gleich wieder. Gar kein Thema. The gap to the car behind is 2.8 seconds. Stimmt gar nicht, so 4,8. Ja, ist übrigens immer noch vor Release, ne? Also immer noch die 3 Tage Pre-Release Version. Gap to teammate ahead is 43.2 seconds. Also Day One Patch gab es noch nicht. Falls ihr euch wundert. Wahrscheinlich nicht. Oh nö! Gut mitgedacht. Nicht meine Strecke. Ich glaube, die war mir im 20er auch schon nicht besonders hold. Nur damit weniger drehen.
Shit. Das war's. That looked bad. Are you all right? Schade. Let me know you're all right. Müssen wir eine Rückblende nehmen. Been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Ja, das war nicht schlau. Green flag. Das hat Chef das vorhergesehen, dass es passiert. Den konnte er nicht vorhersehen. Den will nicht mehr ich kommen sehen. No issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Ja. Wir müssen aber ein bisschen halten, ne? Warum kriege ich hier jetzt Sprit dazu? In der Zweispielermeisterschaft habe ich immer nur Sprit verloren. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Mick, schleich dich. Gut, du willst noch da, gehe ich nach hier. Gap ahead is 16.0 seconds. Du hättest auch sagen können, zu viel, Jim. Oder zu groß. Oder nee, mach mal nicht. Wäre alles möglich gewesen. Schon wieder so ein Rennen zum Übergeben. Den habe ich auch nicht kommen sehen. Und wahrscheinlich, wenn ich mir den Reifenverschleiß angucke, gar nicht so unsinnig, dass es passiert ist. Naja, geht ja noch. Box ist das Fenster. Fünfzehn. Okay. Eine Runde mehr. This lap. Push hard on the in lap.
Alter! Was ist denn heute los? Ein Spieler nach dem anderen. Vielleicht sind drei Rennen in einem Tag einfach zu viel. Möglich. Our gap behind is 7.1 seconds. So, Boxenstopp. Bitte schnell. Go, go now. 2,6. Ja. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Max is in the pits. Max in the pits. Gap to car in front is 7.8 seconds.
Achso, DRS. Soll ich mal draufdrücken? Brilliant. Nice move. Okay, you're creating some breathing space between you and the car behind by a few seconds per lap. Mal gucken, ob wir da Tiffy noch kriegen. Alle anderen sind zu weit weg. Und ja, ich habe mir die Klappe gehalten, um mich konzentrieren zu können. So ein bisschen. Hat ja vielleicht ein bisschen geholfen. So, also wieder Klappe halten. Is strong, but be aware your tires need to go the distance. Green flag. Oh no. Na, kommt wenigstens ein Red Bull ins Ziel. Hoffe ich. Max has dropped out the race. Habe ich gesehen, Jeff. Habe ich gesehen. Achso, der ist.
Oh Gott, hätte ich schnell gebremst. So früh. So viel früher, als ich erwartet habe. Ups. Jetzt sollte es aber reichen. Ründchen noch. The gap to the car ahead is 17.3 seconds. Nee, mach mal nicht. Ich hab Rücken. Habe ich das schon gesagt? Wenn nicht, verkündige ich das hiermit. Ich hab Rücken. Ich verstehe nicht, warum das in der Zwei-Spieler-Karriere so komisch war. Hier gewinne ich ja sogar noch Sprit dazu. Gap to the car in front is 13.1 seconds. Ja, Jack, alles gut. Aber den vor mir. Issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Die kriege ich nicht mehr. Gar nicht mit meinem Gespräch. Okay, you're creating some breathing space between you and the car behind by a few seconds per lap.
have 5 laps of fuel remaining. Okay. Sag noch, wir haben viel zu viel Sprit. Kann das Kind ja beim Namen nennen. Wovon stirbt er ja nicht gleich, hoffe ich. Nicht einschlagen ist gut. Blue flag, blue flag. Ja, habe ich doch gesehen. Den Russel will ich trotzdem hinter mir halten. Da war ich ein bisschen zu gierig an der Stelle. Und mir gedacht, probierst du mal was. Okay, gap ahead is 17.2 seconds. Hat nicht funktioniert. Machen wir also nicht mehr. Ach ja, das ist schon die letzte Runde. Yay! 17. geworden. Woohoo! That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Ja. Ein tolles Ergebnis. Ah, Pierre Gasly ist Fahrer des Tages, okay. Hat er Wunder vollbracht heute? Eine erstaunliche Teamleistung hat hier in der Wüste zum Sieg geführt. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko, und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Yay, Level 8. Yay, Level 9. Yay. Nicht Level 10. Okay. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Valtteri Bottas lässt seine Rivalen hinter sich und übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ich entscheide mich für Pierre Gasly. Das Team hat einen großartigen Job geleistet, ihn im Feld anzuweisen. Aber im Endeffekt muss der Fahrer aus diesen Gelegenheiten Kapital schlagen und das hat er mit viel Geschick getan. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. War super. Nicht. Aber sie mögen mich trotzdem dafür, dass ich ins Ziel gekommen bin.
So, F und E. Müssen wir denn noch ein bisschen zulegen beim Motor, ne? Können wir uns die leisten? Die Öldruckpumpe. Die macht was? Motorleistung, okay. Ja, für Blöde steht sie an der Seite auch dran. Dann, do it. Ach so. Hier hatte ich noch gar nicht geguckt. Fahrerbruni. Kann mir ja einen kaufen. Eigentlich mal das Ressourcenpunkt Einkommen. Schade, glaube ich nicht. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Das ist schön, wir machen aber erstmal noch ein bisschen F&E. Hier, guck mal, das Chassis da, die haben gerade eine hohe Moral. Aber wenn wir ehrlich sind, auch überhaupt keinen Bock. Hm. Beim Chassis sind wir schon am besten. Dann gucken wir nochmal, ob wir beim Antrieb irgendwas machen können. Ne. Leider nein, leider gar nicht. Aerodynamik. Ja. Verbesserten Querlenker, der ist aber zu teuer. Der andere Quatsch ist nicht verfügbar. Ja, dann machen wir den verbesserten Unterboden, ne? Hier. Dann. Bitteschön. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Stimmt. Ja, minimal hinter Mercedes. Schade. Schade, schade. Schokolade. Ja gut, dann geht's beim nächsten Mal weiter in Spanien. Und bis dahin wünsche ich euch dann noch eine schöne Zeit. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen beim Zuschauen. Nächstes Rennen wird besser. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.